Warum kann einzig die kompetente Partei des Gemeinwohls, warum kann ausschließlich sie ihr Leben retten? Warum ist das lebenswichtig, nicht nur eine Kleinigkeit, sondern die meisten Bürger denken, es geht uns doch gut. Ja, wenn sie es betrachten, dass es für sie okay ist, dass sie 50 Jahre kürzer leben, als sie leben könnten, dann ist es okay. Und wenn sie 50 Jahre zu früh umgebracht werden, dann ist das für sie okay. Ja, denn meine gesamte Lebenserfahrung und Wissenschaftserfahrung ist, dass unser Ernährungssystem sie umbringt, und ich selbst bin im Gesundheitswesen ausgebildet und habe dann nach Jahren mit Entsetzen feststellen müssen, dass meine Aufgabe im Gesundheitswesen daraus bestand, sie krank zu halten, zu Dauerpatienten zu machen, sie letztendlich auch krank zu machen, kränker zu machen, damit ich gutes Geld verdiene und damit andere Berufsstände auch gutes Geld an ihnen verdienen, andere Teile des Gesundheitswesens und so weiter. Ja, das heißt, das ist kein Spaß. Bei der Partei Die Kompetente sollten Sie sich sofort melden, hier finden Sie im Impressum eine E-Mail-Adresse, und sofort melden und sofort mitmachen bei der Partei, Mitglied werden und mitmachen und so weiter und mit an der Gründungsversammlung teilnehmen, weil das kein Spaß ist. Kein Spiel, sondern es geht darum, ob es für Sie völlig okay ist, 50 Jahre zu früh umgebracht zu werden von uns, damit meine ich mich als früheren Teil des Gesundheitswesens. Und im weitesten Sinne bin ich es ja noch als Gesundheits- und Präventionsberater. Das müssen Sie jetzt entscheiden. Ja, und ich zeige Ihnen das noch mal ganz kurz, damit Sie sehen, dass es gar nicht anders sein konnte. Es konnte gar nicht anders kommen. In der Evolution war es so, dass ab der Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung und ganz besonders Ferntauschhandel vor 400.000 Jahren, also 400.000 Jahren, das ist dann wohl hier 400.000 Jahren, dass ab da es bergab ging mit der Menschheit, notwendig bergab ging. Alle unsere Glücksquellen wurden uns wegmanipuliert, besonders der Körperkontakt wurde uns wegmanipuliert. Die Sexualität ist tabuisiert von allen Seiten zum Beispiel. Wir haben heute, ja, das finde ich ja das Deprimierendste an dieser Kultur, dass unser Liebesleben höchstens noch ja, 10%, 5% von dem ist, was es in der Natur war. Also sowohl von der Qualität, von der Intensität und so weiter, als auch, ja, es ist einfach nur noch ja, 10%, 5% des normalen Liebeslebens. Und wenn Sie ehrlich zu sich selber sind, wir alle vermissen doch diese fehlenden 95% des Liebeslebens ständig, oder? Seien Sie mal ganz ehrlich zu sich, auch wenn Sie öfters Sex haben, aber im genau genommen vermissen Sie doch noch viel. Und das ist für die Art, das ist für viele Arten ganz in Ordnung, wenn die viel vermissen, wenn ein Hirsch oder ein Elefant im Kampf gegen einen anderen Elefantenbullen oder gegen einen anderen Hirsch verliert, dann vermisst er auch vielleicht den möglichen Sex mit den Frauen. Nur bei uns Menschen ist es anders. Bei den Bonobos und bei uns, die wir aber wahrscheinlich eine Parallelevolution zu den Bonobos sind, haben alle Männer die Möglichkeit und das Recht, guten Sex mit allen Frauen zu haben. Und alle Frauen haben das Recht, guten Sex mit allen Frauen und allen Männern zu haben. Und verglichen damit, das ist quasi das, was uns von Natur aus zugedacht ist. Man könnte auch sagen, es steht uns zu von Natur aus.
Und gucken Sie mal, was der Kapitalismus, der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus, davon in Ihrem Liebesleben zugelassen, übrig gelassen hat. Als Frau müssen Sie sich fragen, wie oft habe ich denn Sex mit anderen Frauen? Ja, wenn das doch von der Natur eigentlich vorgesehen ist, wer hat mir das denn alles verboten? Wer hat dann das Ganze tabuisiert? Wer hat denn die Bisexualität, die weibliche Bisexualität tabuisiert? Das waren doch nicht Sie selber. Das war doch der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus, ja? Also insofern, ja, und wie kam es? Die Frühärzte und Frühhändler, die zufällig, rein zufällig Irrtümer formuliert hatten, die uns zum Beispiel unsere Glücksquellen weggeredet haben und uns falsche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit gegeben haben, die haben natürlich riesige Geschäfte gemacht und deswegen sind wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen, sozusagen von vorteilbringenden Irrtümern, die uns alle sozusagen, wodurch die Gesellschaft aus einem riesigen 95, ja 90% umfassenden antikooperativen Anteil besteht. 2% könnten dabei Lügen sein, 90% auf vorteilbringenden Irrtümern beruhen und nur auf Wahrheiten und als kooperativer Anteil, da schätze ich ein, dass wir höchstens 8% unseres gesellschaftlichen Lebens kooperativ sind, der Rest ist antikooperativ. Und von daher, Sie werden geschädigt auf allen Ebenen, auf der Glücksebene, auf der Gesundheitsebene, der Langlebigkeitsebene, auf der Wohlstandsebene. Überall werden Sie geschädigt durch das jetzige System. Und deswegen sollten Sie unbedingt, und zwar von allen Sparten der Gesellschaft und auch Ihre eigenen Sparte und Sie in Ihrer eigenen Sparte schädigen auch den Rest der gesamten Gesellschaft und der Welt. Und ja, und deswegen braucht es diese Partei, ja, weil nur diese Partei sozusagen sie retten kann. Also sofort anmelden und jetzt erkläre ich Ihnen, wie das ist mit dem Gesundheitswesen. Also die Gesundheitswesen, also die gefährlichsten Sparten der Welt, schätze ich ja ein als die Sozialsparten, einschließlich der Arbeitsamtssparte. Und dann die NGO-Sparten, das sind die weltweiten Sozialsparten, die Sozialsparten der Welt. Meine Einschätzung ist, dass diese Sparten ganz viel Elend erzeugen, um Kundschaft zu haben oder Spendengelder einsammeln zu können und an denen kapitalistisch profitieren zu können. Also NGOs sind für mich, ich befürchte, dass es sich um kapitalistische Abzockemodelle handelt. Dann haben wir die nächstgefährliche Sparte ist vielleicht die Ernährungssparte und dann kommt schon die Gesundheitssparte, der ich selbst angehörte früher. Und wie gesagt, das war meine wichtigste Selbsterkenntnis war, dass ich erkannt habe, ja, wir machen ja die Leute, wir halten ja die Leute krank, wir machen Dauerpatienten aus ihnen, wir machen sie sogar noch kränker, um des Geldes willen. Und das ist uns nicht bewusst, weil wir die vorteilbringenden Irrtümer, die wir im Studium an der Universität lernen, weil wir die glauben und für Wahrheit halten. Und entsprechend einfach umsetzen, ja, und uns dabei nichts denken, bis dann vielleicht bei ganz wenigen diese Selbsterkenntnis kommt. Ja, hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, Wunschgeschwindigkeit, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, weil ich ja so langsam rede. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen, welche Kompetenz bei den nextscientistsforfuture.de vorhanden ist, indem ich Ihnen zeige, circa 1990 habe ich schon, das ist 31 Jahre her, habe ich schon an einer Gesundheitsreform gearbeitet, an einer praktisch umsetzbaren Gesundheitsreform. Und diese hat den Vorteil, dass sie quasi fast völlig ohne Daten auskommt oder ohne Neudaten auskommt. Also sozusagen insofern keinen hohen Datenschutz erfordert, weil sie kaum Daten verwendet, ja. Und insofern,
Ja, dann schildere ich Ihnen mal, lese ich Ihnen mal vor, was ich damals um 1990 circa erarbeitet habe. Sie sehen das auch, uralte Drucker. Ich glaube allerdings, das war sogar schon ein 486er Computer. Vieles ist hier geschrieben und wohl auch noch mit einem Schneider Euro-PC oder so, ja. Also uralte Geräte, alte Schriftbilder. Das war aber wohl schon ein Tintenstrahldrucker, ein alter Hewlett-Packard. Das habe ich auch alles erst vor einiger Zeit weggeworfen und weggeschmissen. Ja, dann lese ich mal vor. Vertraggemäß der Konzeption eines neuen Gesundheitssystems, entwickelt vom Verein Neues Gesundheitssystem, Verein zur Förderung der Gesundheit und eines besseren Gesundheitssystems für die Bundesrepublik Deutschland. So, dann gehen wir mal weiter. Vertrag zwischen Praxis und Person. Die unter zweitens genannte Person zahlt an Firma XY zur Abgeltung aller Leistungen monatlich D-Mark. Ja, zum Beispiel heute würden wir sagen, sagen wir mal 300 Euro, also normaler Krankenversicherungstarif. Das, was normalerweise jemand für eine Vollversicherung im privaten Bereich bezahlt oder im gesetzlichen Bereich, nehmen Sie den Betrag, setzen Sie einfach ein. Setzen Sie einfach ein, was Sie bisher bezahlt haben, ein bisschen weniger, als Sie bisher bezahlt haben für die Krankenversicherung. Dieses Modell ist allerdings zu der damaligen Zeit natürlich nur möglich gewesen im Rahmen letztendlich auch eines möglichen Wechsels in private Krankenversicherungssysteme, weil die staatlichen Krankenversicherungssysteme Ihnen ja bis heute ja nicht die Erlaubnis geben, selber den für Sie passenden Gesundheitsschutz haben zu wollen, sondern Sie werden ja dazu verdonnert. Und gut, aber damals ging das also, dass man sich und das geht wohl auch heute noch, dass man sich privat versichern könnte, nur dass die Leute halt so eine große Änderung ihres Versicherungsschutzes natürlich heute nur machen werden, faktisch. Das musste ich auch damals erkennen, dass die Leute das nur dann machen im größeren Stile, wenn das wirklich von Staats wegen ausdiskutiert ist und wenn das alles politisch und von den Medien unterstützt wird und so weiter. Und ohne diese Unterstützung kriegt man sowas nicht durch, ne? Und kann es nicht. Aber das Modell könnte man heute noch anwenden. Das ist die sogenannte Schadensersatzvertragsregelung sozusagen des Gesundheitswesens. Es ist also eine Variante einer Gesundheitsreform, die Schadensersatzvariante. Ja. Also, Sie zahlen etwas weniger, als Sie jetzt zahlen, würde hier eingetragen werden. Ne? Dieser Betrag richtet sich nach den jeweiligen vergleichbaren gesetzlichen und privaten Krankenversicherungsbeitragssätzen. Die unter zweitens genannte Person, das sind Sie, der Kunde, sozusagen verpflichtet sich hiermit verbindlich, jede Änderung Ihres Status, die eventuell Auswirkungen in Bezug auf gesetzliche oder private Krankenversicherungstarife haben könnte, unaufgefordert mitzuteilen. Das ist rechtlich wichtig, damit sozusagen so eine Praxis, die ja dann Gesundheitsversorgung übernimmt in ihrem Auftrage, nicht irgendwie in finanzielle Bredouillen kommt, weil sie irgendwas ändern und so weiter und dadurch dann die Praxis plötzlich größere Kosten hätte oder so, sonst etwas, ja. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Die unter zweitens genannte Person, das sind immer Sie, der Kunde, zahlt an Firma XY zur Abgeltung aller Leistungen monatlich. Genau, das hat nicht gelesen. Dann kommt jetzt die 2, die Firma XY bzw. deren Gesundheitsteam bietet der unter zweitens genannten Person hilfreiche Maßnahmen an, also zum Beispiel ein kostenloses Freizeit
und Wochenendkursangebot an, sobald sie der Firma nötig erscheinen. Durchgeführt werden diese Maßnahmen vom Gesundheitsteam oder den heilkundlichen oder nicht heilkundlichen Vertragspartnern der Firma. Das Ziel aller Bemühungen ist es, der unter zweitens genannten Person möglichst viel Wohlbefinden, da haben Sie die Wohlfühlstimme quasi im Gepäck, Lebensglück, Erfolg und Gesundheit zu ermöglichen, also eigentlich das ganze Leben zu verbessern. Drittens ist die unter zweitens genannte Person mit den Lebenshilfemaßnahmen auch des Gesundheitsteams und auch mit den heilkundlichen Maßnahmen des heilkundlichen Personals bzw. der heilkundlichen Vertragspartner der Firma XY nicht restlos zufrieden und die unter zweitens genannte Person nimmt heilkundliche Maßnahmen zum Beispiel eines Arztes oder Heilpraktikers außerhalb des Kreises der Vertragspartner der Firma in Anspruch, leistet die Firma Schadensersatz für die nicht vollständig zufriedenstellende Erfüllung der Leistungen, wobei sie alle jene finanziellen Kosten ersetzt, die nicht von dritter Seite abgedeckt werden können. Also Beispiel, praktisches Beispiel, Sie sind mit den Kursen nicht zufrieden und mit dem ganzen Gesundheitsangebot und den Einzelstunden, die Sie kriegen, alles kostenlos, also alles für Ihren Beitrag. Sind Sie nicht zufrieden, dann gehen Sie einfach zu irgendeinem anderen Anbieter im Gesundheitswesen. Und dann entsteht da eine Rechnung im privaten System. Und diese Rechnung müssen nicht Sie bezahlen. Wenn Sie übrigens ins Krankenhaus gehen, dann kriegt niemand eine Rechnung, weil das Krankenhaus, dafür sind Sie dann abgesichert sowieso. Und denn da schließen wir für Sie oder da würde ja für Sie oder Sie direkt würden dort einen ganz normalen sogenannten Selbstbeteiligungskrankenversicherungsvertrag abschließen, der dazu führt, dass alle Krankenhausaufenthalte zu 100% bezahlt werden, nur die ambulanten Kosten, da würden Sie theoretisch eine Selbstbeteiligung haben, aber da werden Sie ja im Sinne der Schadensersatzregelung kriegen Sie diese Selbstbeteiligungskosten. Diese übernimmt die Praxis für Sie im Sinne des Schadensersatzes, denn sie hat ja versagt als Praxis. Sie hat es nicht geschafft, dass Sie gesund und zufrieden waren, also zahlt sie Schadensersatz und übernimmt für Sie. Sie leiten also die Rechnung der Krankenversicherung oder was auch immer an die Praxis weiter und die überweist entsprechend die Zahlung. Und ja, und das ist gemeint hiermit, und ich lese jetzt mal vor, die Firma XY stellt den Kunden also in finanzieller Hinsicht so, als wäre die Krankheit nicht eingetreten, wobei die unter zweitens genannte Person die Leistungen Dritter vorrangig in Anspruch nehmen muss. Insgesamt sind dabei nur jene finanziellen Kosten zu berücksichtigen, die nachweislich unmittelbar und nur durch die Krankheit verursacht wurden. Und das sind eben diese Selbstbeteiligungskosten, die dann eben die Praxis für sie überweist, ja? Pro Jahr werden im ambulanten Bereich höchstens D-Mark, heutzutage wären das wahrscheinlich 3.000 Euro, so in so einem Selbstbeteiligungstarif könnte man nehmen, ungefähr so eine Größenordnung. Im stationären Bereich, falls es da auch Selbstbeteiligung geben sollte bei Ihrem Tarif, dann kann man da auch eine Summe vereinbaren. Und im Zahnbereich, falls es da auch Selbstbeteiligungsaspekte geben sollte, könnte man da auch was vereinbaren. Sodass Sie eigentlich sozusagen, und dass die Summe aller dieser Schadensersätze ist der Gesamtjahresschadensersatz. Ne? Und dadurch hätten Sie quasi durch einen etwas geringeren Preis als bisher einen Vollschutz und hätten dabei noch lauter präventiv medizinische Maßnahmen,
alles kostenlos, die dafür sorgen, dass sie möglichst nie Krebs oder Herzinfarkt bekommen. Und das ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, kein Scherz, sondern das ist ihre einzige Chance, nicht 50 Jahre zu früh umgebracht zu werden durch die verschiedenen Sparten unserer Gesellschaft. Ja? So. Dann lese ich mal weiter. Nach 12 Monaten, das sind jetzt so noch Details, die noch hilfreich sind bei diesem Vertrag. Nach 12-monatiger Vertragsdauer erhält die unter zweitens genannte Person, also der Kunde, eine Sonderbelohnung für eigene Bemühungen zur Gesunderhaltung und entsprechend geringere Inanspruchnahme von Fremdleistungen. Diese Sonderbelohnung, wir haben sie auch mal genannt, die Beitragsrückerstattungssonderbelohnungsprämie, diese Sonderbelohnung berechnet sich wie folgt: von derzeit 1350 D-Mark, würde man vielleicht heute sagen 1350 Euro, wird die Hälfte des von der Firma XY bezahlten Schadensersatzes abgezogen. Von dem Rest erhält die unter zweitens genannte Person 2/3 direkt ausbezahlt. Das letzte Drittel kommt in einen Prämientopf, der auf alle Klienten der Firma verteilt wird. Warum das? Also erst einmal die Logik. Also wenn Sie zusammen mit Ihrer Praxis kerngesund bleiben, werden die vollen 1350 Euro insgesamt rückerstattet, allerdings auf zwei Wegen. 2/3 kriegen Sie direkt überwiesen, also 2/3 davon, das sind ja dann ungefähr 800, 900 Euro oder so in dem Dreh, und den Rest, das letzte Drittel kommt in den Prämientopf, der auf alle Klienten der Firma verteilt wird. Das hat den Grund, dass dann alle Mitglieder also alle Kunden, die sich diese Praxis als Hauspraxis gewählt haben, als eine von zwei möglichen Hauspraxen gewählt haben. In dem Fall, bei diesem Vertrag, wäre es dann natürlich nur eine Hauspraxis, ja, weil sie werden wahrscheinlich nicht mit zwei Praxen solch einen Vertrag schließen. Dann hätten sie eine Hauspraxis, und das nehmen wir mal an, das wären ein paar hundert Leute. Dann ist das ja so eine Art Gesundheitsgemeinschaft, die sich in den ganzen Kursen trifft. Und da, wenn dann die Leute sich gegenseitig helfen, gesünder zu leben, dann ist das von Vorteil für alle, weil dann alle die Gelder dann im Prämientopf ja ungekürzt auch wieder ausgeschüttet werden, und dann kriegen sie auch am Ende die Gesamtsumme von 1350 ausgezahlt. Kümmern sie sich aber nicht um die Gesundheit der anderen Gruppenmitglieder und helfen da nicht so ein bisschen mit, und die werden öfters krank und gehen woanders hin und es entstehen Kosten, dann wird natürlich dieser Prämientopf kleiner und sie kriegen auch entsprechend etwas weniger ausgeschüttet. Also das ist einfach ein Anreiz für soziales Verhalten, dass man sich gegenseitig bei den Gesundheitsdingen hilft in der Gruppe der Kunden dieser Praxis. Ja? Ich lese weiter. Erreicht der Kunde das, zum Beispiel könnten Sie hier eintragen, 127. Lebensjahr nicht. Ne? Wenn Sie mal bedenken, dass Sie im Moment, die meisten Leute, circa 50 Jahre früher sterben. Ja? Also erreicht, also das heißt, der Vertrag würde 127 Jahre garantieren, und wenn nicht, wird Schadensersatz gezahlt an ihre Familie und so weiter. Ja, ich lese mal vor, das ist schon lange her, 1990. Ne? Erreicht die unter zweitens genannte Person das 127. Lebensjahr nicht, so wird der im laufenden Jahr noch nicht ausbezahlte Schadensersatzrest nach Ziffer 3 fällig, zuzüglich eines weiteren Jahresschadensersatzes. Das ist also die Strafe an die Praxis dafür, dass sie die 127 nicht erreicht haben.
Deswegen ist 127 ein bisschen viel. Ich würde da einsetzen 120 oder 110 oder so. Das wäre zu verhandeln sozusagen, weil wir wollen es ja nicht übertreiben. Sie sind ja jetzt schon als Mensch so schwer gesundheitlich vorgeschädigt von den verschiedenen Sparten, dass Sie vielleicht die 110 gar nicht mehr erreichen können. Aber na gut, schreiben wir mal 110 rein, ne? Denn die Vorschädigung muss, die gehen ja nicht weg, ne? Die Vorschädigungen, die sie schon haben. Ja, wobei ein Drittel des gesamten Schadensersatzes dem Prämientopf entnommen wird. Das heißt also, das frühzeitige Sterben der anderen, eines anderen Kunden bedeutet auch für sie alle Geldverlust, für alle Kunden, ja? Also ist dann man wieder interessiert an der Langlebigkeit aller Mitglieder. Wird das 110. Lebensjahr zum Beispiel nicht erreicht aufgrund von Unfall, Suizid oder Fremdverschulden, liegt die Entscheidung über eine Schadensersatzleistung im Ermessen der Firma XY. Eigentlich sollte sie ja immer zahlen, weil eigentlich sollte Unfall, Suizid oder Fremdverschulden keine Ausrede sein, denn sowas kann man, zum Beispiel Suizid, kann man ja durch gute Betreuung verhindern. Ja, Fremdverschulden ist allerdings schwierig zu verhindern. Wenn jemand ermordet wird, das ist natürlich, wie soll man das als Praxis verhindern, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Und Unfall, naja, das ist auch, wenn ein Mensch sehr gute Gesundheitsbetreuung kriegt, hat er auch seltener Unfälle. Also insofern Suizid und Unfall, das ist diskutabel, aber das haben die Anwälte empfohlen damals, dass man da nicht plötzlich überschwemmt wird mit lauter Leuten, die, was weiß ich, ermordet werden zum Beispiel, ja, das und man dann die riesigen Kosten hat. Gut. Bei Kündigung des von der Firma ungekündigten Vertrages durch die unter zweitens genannte Person oder bei einem Wechsel zu einem anderen Leistungsanbieter beziehungsweise Gesundheitsteam bezahlt die Firma im Laufe der folgenden 10 Monate noch den jeweils fälligen Schadensersatz, maximal allerdings einen vollen Jahresschadensersatz. Das heißt, das bedeutet, wenn ich als Praxis schwierige Kunden rausekle, dann kriege ich eine Strafe. Ich zahle nochmal maximal einen vollen Jahresschadensersatz und alle Kosten. Also wenn der Kunde ja dann zu irgendwelchen anderen Praxen geht, muss ich doch 10 Monate seine Kosten übernehmen, also die Kosten der anderen Praxen bezahlen. Also man könnte da noch mehr Strafe reintun, aber 10 Monate sind auch genug Zeit. Bis dahin könnten Sie sich eine Praxis, mit der Sie besser harmonieren, gesucht haben. Und dann, ja, gibt es nur wenige solcher Praxen, dann würde ich natürlich hier diese Strafe, sollte man dann vertraglich eher erhöhen noch, ja, damit wirklich die Praxis keinerlei Gelüste hat, schwierige Kunden rauszuekeln. Ja, denn das ist immer wichtig, das zu beachten. Jetzt kommt dann die 7, ich muss mal gucken, das müsste ja im nächsten Bild sein. Hier habe ich die 6, ach so, hier ist die ist auch nochmal schön zu lesen hier. Und die 7, die unter zweitens genannte Person kann den Vertrag vor dem 15. eines Monats zum Monatsende kündigen. Die Firma kann ihn nur dann kündigen, beziehungsweise in Ausnahmefällen rückwirkend auflösen, wenn erstens die unter zweitens genannte Person ohne die Zustimmung der Firma Änderungen am gesamten persönlichen Versicherungsschutz vornimmt oder zweitens die Fragen nach dem Allgemeinzustand und dem persönlichen Versicherungsschutz falsch beantwortet hat, obwohl sie über die Tatsachen in der Vergangenheit informiert worden war. Das sind so wieder so juristische Schutzklauseln, die dazu dienen, dass da nicht plötzlich riesige Kosten auf die Praxis zukommen, mit denen sie nicht rechnen konnte, weil sie, was weiß ich, entweder der Patient geschwindelt hat oder irgendwas, oder nicht mitgeteilt hat, dass er seine Gesamtversicherung umgebaut hat oder so, ne? Ja. Bei Kündigung durch die Firma wird die Ziffer 6
Unwirksam, ja. Also wenn die Firma darf dann kündigen, wenn sie belogen worden ist, aber das ist ja durchaus verständlich, ne? Also die Praxis. Die Zahlungen an die Firma werden entsprechend der Veränderungen bei der privaten Krankenversicherung des Klienten ebenfalls erhöht oder erniedrigt. Das heißt, also das Ganze ist billiger als die normalen Krankenversicherungen, aber wenn die normalen Krankenversicherungen sich erhöhen oder erniedrigen, dann werden entsprechend natürlich auch, wird der monatliche Tarif auch angepasst daran, ne? Zumindest in Relation dazu, wird immer etwas günstiger sein als die üblichen Tarife, aber günstiger. Und vor allem steht man sich ja dadurch finanziell viel besser, dass man diese Beitragsrückerstattungs-Sonderbelohnungsprämie ja bekommt. Eventuelle Zusatzvereinbarung, Einbettzimmer, Chefarzt und so weiter per Anlage. Ort, Datum, Unterschriften. Ja. Ort, Datum, Unterschriften, Vertragsnehmer, ja. So, und jetzt ein praktisches Beispiel. Seit kurzem altes Gesundheitssystem, neues Gesundheitssystem. Seit kurzem können in der Bundesrepublik Deutschland die nicht pflichtversicherten Bürger völlig mühelos die pflichtversicherten Bürger zurzeit nur auf gemeinschaftlichem gerichtlichen Wege das derzeitige alte Gesundheitssystem mit all seinen Skandalen und Kostenexplosionen verlassen. Wir führten ein Gespräch mit Herrn S., der kürzlich zum neuen Gesundheitssystem NGS wechselte. Was bewegte Herrn S. zu diesem Wechsel? Herr S. war die Vorstellung unheimlich, dass alle Berufszweige des alten Gesundheitssystems nur dann wirtschaftlich aufblühen können, wenn immer mehr Menschen zu Dauerpatienten werden, sich also in dem Schwebezustand zwischen Gesundheit und Tod befinden. Herr S. war also unheimlich, dass zum Beispiel alle Ärzte und Pharmazeuten wirtschaftlich ruiniert wären, wenn alle Bürger von heute auf morgen gesund würden und blieben. Schluck Wasser. Und aufgrund von Fernsehberichten über Forschungsbetrug in der Medizin fürchtet Herr S., dass die gesamte Medizinforschung der letzten Jahrtausende immer mehr Irrtümer produziert haben könnte. Das sind das, was wir heute vorteilbringende Irrtümer nennen, die die Menschen von einfachen Gesundheitsregeln fernhalten und mit immer größerem chemischen und technischen Aufwand in Dauerkunden verwandeln könnten. Ja, also Sie sehen, schon vor 31 Jahren war ich als einer der Professoren, Doktoren und so weiter des Weltrates und der Next Scientists for Future schon voll in der Materie der Schädlichkeit des Gesundheitssystems drin. Ja, vollständig schon. Da war ich, glaube ich, schon 10 Jahre in dieser Materie drin. Ne? Das heißt, 53 Jahre Erfahrung mit Politik und mit Reformen und so weiter, kriegen Sie eben nur, und zwar nur hier, nur, das kriegen Sie alles ja nur hier. Nur wenn Sie jetzt sofort diese Partei unterstützen, sofort mitmachen und so weiter. Die kompetente beepworld.de Partei des Gemeinwohls, Gemeinwohlökonomie. Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und alles wird diskutiert. So, dann schauen wir mal weiter. So, wo war das? Herr S. erwähnte als ein Beispiel von unzähligen einen neueren Zeitungsartikel, in dem berichtet wurde, wie Ärzte regelmäßig Medikamente gegen Migräne verschreiben, die nach einiger Zeit von sich aus Kopfschmerzen verursachen und so chronisch leidende Menschen erzeugen. Herr S. zweifelt mittlerweile auch an der Vorstellung, Medikamente, also Giftstoffe, könnten Menschen dauerhaft gesunden lassen. Er geht davon aus, dass die Natur jederzeit ein primitives Immunsystem auf Giftstoffbasis hätte hervorbringen können, wenn dadurch ein erfolgreiches Bekämpfen von zum Beispiel Bakterien möglich gewesen wäre, ohne zugleich körpereigene Zellen so nachhaltig zu irritieren oder zu schädigen, dass auf Dauer unzählige Krankheiten begünstigt werden. Ja.
Herr S. vermutet, dass man zwar mit Hilfe von Giften Symptome unterdrücken kann. Symptome unterdrücken kann. Und durchaus auch kurzfristige Zufriedenheitsgefühle bei den Patienten hervorrufen kann, dass aber auf lange Sicht ein Gift bleibt. Damals wurde es das noch mit SZ geschrieben, dass also niemals erst die Dosis ein Gift macht. Ja, dass also Gift ein Gift ist ein Gift und dass unser Immunsystem ja nicht ohne Grund entwickelt wurde in der Evolution, um uns ganz gezielt einzelne Bakterien angreifen zu lassen, ohne den Gesamtkörper dabei zu vergiften. Ne? Also der langfristige gesundheitliche Preis durch diese Vergiftungsorgien übertrifft seiner Meinung nach immer deutlich die kurzfristige Symptomunterdrückung. Am neuen Gesundheitssystem habe ihn fasziniert, dass hier weder ein Forscher noch ein Behandler auch nur einen Pfennig, damals gab es noch Pfennige, ne, Cent und Pfennige und D-Mark, an der Krankheit von Menschen verdienen könne. Wann immer ein Mitglied des neuen Gesundheitssystems gesundheitlich bluteten auch alle seine Betreuer wirtschaftlich mit. Während im alten Gesundheitssystem alle Leistungsanbieter verdienten, wenn ein Mitglied gesundheitlich blute, ja, sei im neuen Gesundheitssystem alles so geregelt, dass die Karriereaussichten des einzelnen Betreuers schwinden, je mehr und je häufiger die Mitglieder krank werden. Ja, das heißt, die Praxis wird zum besten Freund, den sie je haben können, denn die bluten, wenn sie bluten, und denen geht's gut, wenn es ihnen gut geht. Und diese Kopplung halte ich für zentral. So muss doch ein Gesundheitswesen sein. Und diese Kopplung müssen wir aber auch mit dem Lebensmittelhändler herstellen und mit allen Sparten der Gesellschaft. Immer wenn es ihnen gut geht, darf es auch denen gut gehen, weil die ihnen ja dazu geholfen haben, dass es ihnen gut geht. Und wenn es ihnen schlecht geht, darf es denen auch nicht gut gehen. Ja, weil sonst sie ja Profite auf ihre Kosten machen können. Also Sie sehen es, diese Partei ist die einzige Chance, ihr Leben wirklich zu retten. Ja? Herr S. empfindet es als besonders angenehm, auf diese Weise in seinem Betreuer einen wirklich guten Freund gefunden zu haben, der in jeder Hinsicht nur ein einziges Interesse haben könne, die Gesundheit des Herrn S. zu fördern. Von daher brauche Herr S. niemals mehr auf der Hut zu sein, ob sein Betreuer ihm nicht vielleicht nur deshalb zu einer bestimmten Untersuchung oder Therapie rate, weil der Betreuer selber oder seine Kollegen daran gut verdienen könnten. Wenn ich das jetzt so vorlese, diese alte Kamelle hier, und sehe, dass ich also ja geistig schon über 30 Jahre mit diesem Thema beschäftigt bin, dann gehe ich mal davon aus, dass wir das Ganze vielleicht gar nicht packen können, weil die Menschheit einfach nicht intelligent genug ist, diese einfachen Zusammenhänge zu verstehen. Wenn Sie es verstehen können, dann machen Sie sofort mit an der Partei oder helfen Sie mit. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich sehe, dass ich eigentlich vor über 30 Jahren schon ähnliche Gedanken hatte, wie sie heute der Weltrat und die Next Scientists for Future haben, dann ist das erschreckend, weil das bedeutet, dass ich über 30 Jahre nichts erreicht habe. Ne? Und vielleicht ist die Menschheit einfach, wir haben es ja schon oft gesagt, dass der Gehirnschwund schon so groß ist, dass vielleicht einfach die Gehirnsubstanz der Menschheit nicht ausreicht für dieses Problem. Das Problem Kapitalismus ist vielleicht zu groß für unsere Gehirne. Ja, kann sein. Nicht für mein Gehirn, aber für andere Gehirne. Volles Vertrauen zu seinen Betreuern habe Herr S. allerdings nicht vom ersten Augenblick angehabt. Denn schließlich konnte er ja nicht wissen, ob eine Forschung, die unter völlig anderen Gesichtspunkten durchgeführt wurde als die übliche Medizinforschung, tatsächlich in nur 20 Jahren, heute wären es 50 Jahre, wirklich bahnbrechende Korrekturen zur Folge haben konnte.
Zudem seien die neuen Methoden anfangs doch sehr ungewohnt gewesen, da das neue Gesundheitssystem eben doch fast alles anders mache als das alte Gesundheitssystem. Zum Beispiel seien die zur Vorbeugung gegebenen Empfehlungen im Bereich Ernährung und Bewegung sowie die Verfahren zum Abbau von schädlichem Stress völlig anders als das, was er im Rahmen des alten Gesundheitssystems kennengelernt hatte. Der Wechsel sei Herrn S. nicht schwer gefallen, da man ihm die diesbezügliche Arbeit abgenommen habe. Nachher zeige ich die Vollmachten und so weiter. Das heißt, die Arbeit übernimmt die Praxis für die Versicherten, für die Neuversicherten. Ne? Er zahle nun ungefähr ein Drittel seiner bisherigen Aufwendungen an eine Krankenversicherung und er zahle nun ungefähr ein Drittel seiner bisherigen Aufwendungen an eine Krankenversicherung und nicht ganz zwei Drittel direkt an sein Gesundheitsteam. Sollte er nicht rundum zufrieden mit den Leistungen seines Gesundheitsteams sein, könne er zum Beispiel zu seinen von früher her gewohnten Behandlern gehen, was zu Lasten des Gesundheitsteams gehe. Von daher sei sein Gesundheitsteam sehr bemüht, ihn rundum zufrieden, gesund und fit zu halten. Auch er selber sei seit seinem Wechsel ganz anders motiviert, etwas für seine Gesundheit zu tun. Denn schließlich möchte er sich die jährliche Sonderbelohnung von derzeit 1350 und die Beitragsrückerstattung nicht entgehen lassen. So hofft er, sich nach 12 Monaten Mitgliedschaft mindestens 1600 günstiger zu stehen, günstiger zu stehen, als er es bisher gewohnt war. Diesbezüglich sehr zuversichtlich sei er, weil Sonderbelohnung und Beitragsrückerstattung auch dann nicht verringert würden, wenn er überdurchschnittlich viele Betreuungsleistungen seines Gesundheitsteams erhalten würde. Ja, das ist doch eine paradiesische Gesundheitsreform verglichen mit dem Riesenskandal-Gesundheitssystem, das wir jetzt immer noch haben, 30 Jahre später immer noch haben. Jetzt ein Rechenbeispiel für das Kombinationsabsicherungssystem, neues Gesundheitssystem. Herr X sei zum Beispiel nehmen Sie einfach statt D-Mark Euro 455 monatlich privat krankenversichert und erhielte bei Nicht-Inanspruchnahme von Leistungen 2 Monatsbeiträge rückerstattet oder er hätte ein entsprechendes Angebot vorliegen. Dann würde Herr X jährlich effektiv zwischen mindestens 4.550 und 5.460 aufwenden. Nehmen wir den Normalfall an, dass Herr X einige Betreuungsleistungen pro Jahr benötigen würde, würde die Beitragsrückerstattung entfallen und Herr X hätte letztendlich effektiv 5.460 Euro ausgegeben. Im neuen Gesundheitssystem wird der monatliche Gesamtbeitrag grundsätzlich 5 Euro niedriger angesetzt, also 450 zum Beispiel. Davon ging ungefähr 150 als Hintergrundversicherungsbeitrag an eine der vielen privaten Krankenversicherungsgesellschaften, zum Beispiel an die vom Kunden favorisierte. Die restlichen 300 gehen an eine Gesundheitsfirma, in diesem Fall an Gesundheitsdienstleistungen XY, wo der Kunde umfassend betreut wird und zwar auch mit fast all jenen Verfahren, die sich in der Bevölkerung zunehmenden Vertrauens erfreuen, die aber der Kunde bisher normalerweise aus der eigenen Tasche bezahlen musste, da sie im Leistungskatalog der Krankenversicherung nicht erhalten waren. Braucht der Kunde X keinerlei Leistungen, die über diese Betreuungen hinausgehen, erhält der Kunde alle 12 Monate eine besondere Belohnung von 1350, ja, nehmen wir mal an, die anderen Gruppenmitglieder im Sinne des Prämientopfes wären auch alle gesund geblieben, dann kriegt er die vollen 1350. Dazu kriegt er noch 2 Monatsbeiträge von der Krankenversicherung als Rückerstattung von diesen monatlich 150. Und das heißt also,
dazu noch Rückerstattung für den Normalfall einiger jährlicher Betreuungsleistungen zahlt der Kunde also insgesamt statt 5.460 effektiv nur noch 5.460 minus 60 ist 5.400 minus 13, circa 1.350. Das kann mal ein bisschen weniger sein, wenn aus dem Prämientopf nicht so viel ausgeschüttet werden kann. Sagen wir mal vielleicht schlimmstenfalls 200 € weniger, setzen wir mal an. Dann würde man also auf 250, dann kommt man auf 4.000. Das wäre dann ein Unterschied von 1.460 € Unterschied. Für bestenfalls 1.710 € Unterschied, die Sie einsparen und dafür viel gesünder und viel länger und viel glücklicher leben können. Ne? Das bietet diese neue Partei. Ja? So, dann, das überlasse ich Ihnen jetzt mal zu lesen. Ich sage Ihnen mal, worum es da geht. Oder ich lese es doch mal besser selber, weil das sehr wichtig ist. Es geht auch darum, die Arbeitgeber vielleicht mit einzubeziehen, dass sie zum Beispiel solch einen Wechsel, wenn das möglich ist, in eine private Krankenversicherung finanziell unterstützen, weil der Arbeitgeber auch eine Schadensersatzregelung kriegt, nämlich wenn der Mensch trotz dieses Vertrages dennoch krank wird und dadurch Kosten ja für den Arbeitgeber entstehen, dass das dann ausgeglichen wird. Ich lese mal vor, wie ich mir das damals gedacht hatte, ist ja über 30 Jahre her, da. Ihre Mitarbeiterin möchte, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Mitarbeiterin möchte sich gerne entsprechend dem neuen Gesundheitssystem absichern, was mit mindestens zwei Vertragsabschlüssen verbunden ist. Wenn Ihre Mitarbeiter sich gemäß dem neuen Gesundheitssystem absichern und Sie auch unsere unverbindlichen Empfehlungen für Schonzeiten akzeptieren, also als Alternative zur Krankschreibung, hoffen wir, dass die Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit durchschnittlich weniger werden. Ebenso werden die Entgeltfortzahlungsaufwendungen im Krankheitsfalle geringer werden. Für den Fall, dass das neue Gesundheitssystem in dieser Hinsicht versagen sollte, wäre ich bereit, mit Ihnen einen Schadensersatz zu vereinbaren. Wir könnten zum Beispiel auch eine Vereinbarung treffen, bei der die Obergrenze des von mir zu leistenden Schadensersatzes umso höher liegt, je größer die Zahl Ihrer Mitglieder ist, die mit mir einen Vertrag abgeschlossen haben, zum Beispiel ab ein Mitarbeiter 5.000 € Schadensersatz, ab 5 Mitarbeiter 10.000 oder ab 20 Mitarbeiter, ab 20 Mitarbeiter 20.000 €. Ja, und so könnte man, dadurch ist die Praxis natürlich umso motivierter und das Unternehmen wäre mit im Boot, würde auch alles dafür tun, dass die Kurse gut besucht werden können von den Mitarbeitern und so weiter. Ja, das kann man natürlich auch im Unternehmen machen, so mit Betriebsärzten und Betriebskrankenkasse und Betriebsgesundheitssport und so weiter, Betriebssport und so weiter. Aber das könnte man auch außerhalb machen, wenn die Firma selbst nicht so groß ist, dass sie eine eigene Großabteilung Gesundheit hat, ne? Und bei alledem kostet Sie das neue Gesundheitssystem insgesamt das gleiche wie bisher. So bitte ich Sie, Ihrer Mitarbeiter mitzuteilen, ob Sie sich an den Kosten für eine Absicherung im Rahmen des neuen Gesundheitssystems beteiligen und bis zu welchem Umfang Sie dazu bereit wären und ob Sie an einer konkreten Schadensersatzvereinbarung interessiert sind. Denn es ist ja so, ich weiß nicht, ob es so ist, dass Unternehmen gezwungen sind, bestimmte Gelder sich zu beteiligen an der Krankenversicherung oder ob das dann für private Versicherungen nicht mehr gilt. Also auf jeden Fall holt man so die Unternehmen mit ins Boot und alle ziehen an einem Strang und alle helfen mit, dass es wirklich alles klappt. Ne? Ja, und dann sieht man hier die Gesundheitserklärung, dass man natürlich vorher, natürlich wie bei jeder privaten Krankenversicherung auch mitteilen muss, was man alles an Krankheiten hat und so weiter. Ich habe keinerlei Zweifel,
Anlass zu zweifeln, dass ich kerngesund bin, abgesehen von folgendem, mein sonstiger krankheitsbezogener Versicherungsschutz besteht aus, hatte ich ja vorhin alles schon besprochen, dann vertritt das die Vollmacht, dass die Praxis den Kunden vertreten darf, und dann hier Vertretungserklärungen und so weiter, Kündigungs- und Tarifwechselverträge und so weiter. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Können Sie sich ja alles in Ruhe durchlesen, indem Sie das Video an der entsprechenden Stelle stoppen. Ja. Und hier dann noch die Einzugsermächtigung für den Beitrag. Das war's. Also, ist das nicht ein fantastisches Gesundheitssystem für Sie? Ja. Diese alten Texte leider, die Computer sind alle weggeworfen und so weiter. Das hätte man vielleicht irgendwo noch als Dateien finden können, aber einfacher war es einfach über Screenshots zu machen, ja. Also noch einmal, alle Sparten dieser Gesellschaft ruinieren ihr Leben und allein diese Gesundheitsreform würde sie vor ganz vielen schädlichen Aspekten schützen unserer Gesellschaft und die Partei insgesamt, hier die kompetente Beepworld, eintippen bitte.de. Diese Partei schützt sie vor all diesem Schlimmen und ja, das war's. Und dies war wieder ein Video vom The World Council of Wise People. Ja, tschüssi, bis bald. Ich hoffe, Sie melden sich sofort bei der Partei und machen sofort mit und so weiter. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben.